Willkommen zurück, Leute, zu Rise of the Tomb Raider. Ja, wir haben hier dieses Dorf von Jacob gefunden, beziehungsweise Jacob ist wieder aufgetaucht, der lebt noch. Und seine Tochter Sophia kannten wir vorher schon, aber jetzt ist erst klar, dass sie die Tochter überhaupt ist. Auch sehr interessant und ich würde sagen, ja, wir schauen uns einfach nochmal hier weiter in diesem Dorf um und gucken mal, was wir hier noch finden. Was ist hier in der Nische? Kommen wir bestimmt auch hin. Aha. Ja. Ich glaube, ich soll das abbrennen, ne? Brauchte ich da nicht das letzte Mal auch schon diese Feuerflaschen? Ich war da auch in einem anderen Eck und hatte gesagt, wir belauschen die. Können wir auch machen. Ich brauche mehr Holz für das Feuer. Das meiste Holz ist bei der Reparatur der Wachtürme draufgegangen. Wir müssen mit dem zurück. Voll die hübschen Hütten. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit dir noch zum Schmieden bleibt. Stacheln gehen schneller als wir lesen das mal hier, was hier darauf liegt. Sollten wir uns konzentrieren. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt. Voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Aber warum? Jacob füllt seine Position hier mit Stolz und Verantwortungsbewusstsein aus. Aber warum können die denn nicht gehen? Lara kann doch auch einfach kommen. Hallo. Sie sind Jacobs Gast. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Okay. Ist voll witzig, dass man jetzt hier so voll rollenspielmäßig mit den Leuten reden kann. Haben Sie Tauschwaren dabei? Irgendwas Brauchbares? Warum redet sie mit uns und geht dabei weg? Das ist irgendwie unhöflich, sehr unhöflich. Und ich werde dieses Huhn killen, wenn es nicht weglaufen würde. Das passiert mir ja gerne mal. Noch ein Huhn. Bock, bock. Oh, das ist voll böse eigentlich. Aber man soll es in dem Spiel tun. Zu schützen. Was habe ich getan? Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten es besser, verdammt. Was denn los, ey? Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Reden. Jacob sagt, wir können ihnen trauen und das reicht mir. Ja. Okay, und dann gucken wir nochmal hier rein, was hier so ist. Hat gesagt, dass sie wo hast du... Du guckst hier auch noch hin. Was sabbelt der da? Wenn sie helfen möchten, sollten sie weiter nach unten ins Dorf gehen. Der sieht aus wie... Ragnar hier aus Vikings oder wie die Serie nochmal heißt hier. Der Typ. Und so sieht das hier sowieso auch irgendwie aus. Witzig. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte. Und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Jacobs Pflichten bedeuteten, dass er sich absondern musste. Er musste objektiv sein. Das war bestimmt auch nicht einfach für ihn. Verbündete in der Nähe. Optionale Mission verfügbar. Okay. Hühnchen, geh lieber weg, sonst mache ich Chicken Nuggets aus dir. Wir könnten Hilfe brauchen, falls Sie deshalb hier sind. Zumindest in diesem Spiel, weil... Ach, die leuchten grün, wenn das optional ist. Denn in Wirklichkeit bin ich Vegetarier. Das möchte ich mich nochmal... Möchte ich vielleicht nochmal erwähnen, obwohl ich hier so viele Tiere töte in diesem Spiel. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken.
Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Na klar. Ich versuch's. Mission Danke. Verteidigungsstrategie. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Hartholzäste. Das reicht nicht. Wir müssen und Hirschfelle. Es muss noch mehr geben. 2 von 4 haben wir schon gemacht. Aha. Was denn genau? Ist ja praktisch. Alle gehen für die Vorbereitung nach unten ins Dorf. Was können wir da machen? Ich sag dir, du musst fürs Erste improvisieren. Was habe ich denn da jetzt gesammelt? Wie haben Sie hierher gefunden? Was bringt Sie hierher? Haben Sie gefunden, was Sie suchen? Ja, ja. Nein, noch nicht. Lass mich nicht mal machen. Könnte ich das hier irgendwie durchschnibbeln oder... Und das soll helfen? Oder mache ich das jetzt kaputt? Hängen gelassen. Schneiden Sie alle Kaninchen los. Aha. Das sind irgendwelche Sachen, die ich hier machen kann. Gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Gibt es ja einiges zu entdecken. Nehme ich mal an. Wahrscheinlich auch ganz viel zu übersehen. Was ist hier? Nix. Dann gehe ich nochmal hier rum. Meinem toten Hühnchen vorbei. Sorry, wenn es ruckelt. Ich weiß dann leider auch nicht, woran es liegt. Ja, ich brauche die Special-Sicht, sonst weiß ich auch nicht, ob ich was übersehe. Hier, man kann die bestimmt auch im Flug töten, ne? Einfach mal still warten. Da kommt ein Eichhörnchen. Oh, das wird eng. Jawohl. Ich habe ein kleines Bibi-Hörnchen. Bibi! Getötet. Ah, da ist noch so ein Karnickel-Ding. Jawohl. Kinder, ihr dachtet, Lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber... bitte bringt mir keine Ratte. Unterweisung der Meisterjägerin von Jacobs Leuten über kleinste Beutetiere war das. Aha, so. Das Karnickel kann ich aber auch noch hier ausweiden. Und, ja. Gut. Dann gehe ich hier weiter entlang. Mal gucken, ob ich das schaffe, alle Karnickel-Dinger zu finden. Jawohl. Ich nehme mal hier alles mit, was mir so vor die Füße läuft. Also das würde mich wundern, wenn jetzt hier nicht noch was versteckt wäre. Was ist da? Ah! Die Anhänger des Propheten flohen nach Osten. Die Reise war beschwerlich. So, wir haben unser Griechisch etwas aufgebessert. Sprachkenntnis erhöht. Kann jetzt Griechisch der Stufe 5 übersetzen, was anscheinend ziemlich gut ist. Hier läuft und wuselt aber auch echt viel, muss man ja mal sagen. Wuselt hier noch mehr? Wenn man sich nicht bewegt, haben wir wahrscheinlich mehr Glück. Da, hier. Wir gehen mal so ein bisschen an den Baum ran. Sind ein bisschen versteckt vor den Tieren. Ist das überhaupt ein Baum? Nein, das ist irgendein Pfahl. Und ich sehe das hier über mir. Da kann ich ein Seil ranbinden. Und hier kann ich rüber balancieren. Und hier ist ein optionales Herausforderungsgrab in der Nähe. Da sieh mal einer an.
Na, sieh mal eine an. Yeah, da ist ein Grab. Da klongelt es schon wieder zu einem nächsten Rätsel. Und hier kann ich was abschießen? Irgendwelche Zielscheiben? Treffen Sie alle Ziele mit einem Pfeil. Voll. Aha. Warum hängen jetzt hier auf einmal Ziele herum? Wo kommen die her? Ich bin verwirrt. Okay. Da kann man rüber. Warum ist jetzt hier dieses Ding? Kann ich das umschießen? Nee, ich glaube, ich soll es irgendwo ranbinden, aber ich weiß noch nicht woran. Ich würde sagen, wir laufen dann mal in das Grab hinein, weil wir haben ja gerade eh nichts anderes zu tun. Also eigentlich haben wir eine Menge zu tun, aber, ne? Wenn wir das schon mal gefunden haben. Ach du Scheiße. Uah! Oh Gott! Bitte stirb nicht, Lara! Stirb nicht, stirb nicht, stirb nicht! Oh Gott, lauf! 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 Scheiße! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Oh mein Gott! Okay, er ist wieder weggerannt. Ah! Wo sind meine Giftpfeile, wenn ich sie brauche? Und warum kann ich tausendmal mit dem Maschinengewehr drauf ballern und es bringt nichts? Das war irgendwie abgefahren! Das war abgefahren. Ich brauche Giftpfeile. Ich schieße mit Giftpfeilen. Ich versuch's nochmal. Ach so, ein Giftpfeil und er liegt, oder was? Oh. Leck mich. Hey, das Spiel. Man weiß nie, was passiert. Okay, schön, dass wir das geschafft haben. Okay, feini, feini, feini. Dann hacken wir da auch noch mal rauf. Ich glaube, ich muss mich erstmal wiederholen. Von diesen Beeren. Und ich gucke noch mal hier, ob ich noch was einsammeln kann. Kann ich noch mehr Pilze sammeln? Ja, kann ich. Soll ich? Da kommen wir her. Ich habe schon so lange nichts mehr hier in der Erde so gefunden. Wisst ihr, was ich meine? Ach, da ist noch was von diesem giftigen, coolen Erz. Finden Sie den nahegelegenen Eingang? Ja, das habe ich doch schon. Okay, cool. Boah, der Bär, der hat mich jetzt echt erschreckt. Was klingelt denn hier die ganze Zeit? Wovon? Ist doch gar kein Wind. Und was ist das für eine eklige Grube? Diesen Punkt erfordert die Forge das Atemgerät. Oh Gott, Lara, hoch. Wir brauchen ein Atemgerät, damit wir da rein können. Das ist natürlich schlecht, denn das haben wir noch nicht. Krass. Okay, dann gehen wir nochmal wieder raus. Es gibt also ein Atemgerät, was man... Geothermes Tal. Alles klar. Gut, das haben wir natürlich noch nicht. Und hier klingeln diese kleinen Glöckchen an den Dingern. Ja gut, hier ist jetzt Wind.
Aber davor nicht. Der Bär. Mhm. Und man... Dass ich mit der Steuerung manchmal doch noch gar nicht so vertraut bin, merke ich daran, dass in solchen hektischen Momenten ich nicht auf die Idee komme, ich die Gefalle nehme, sondern zum Maschinengewehr greife und dass das nicht gereicht hat, ist gemein. Gemein und eingefallen er lag. Aber vielleicht lag er auch nur, weil ich schon auf ihn draufgeschossen hatte. Weiß ich jetzt nicht. Ja, nimm dir mal, klau doch mal ein paar Eier. Genau. So. Du guckst hier so. So, jetzt können wir hier rüber schwingen. Sehr schön. Und ein Rucksack. Was haben wir bekommen? Karte aktualisiert. Geheimnisse entdeckt. Aha. Oh, hier fängt wieder spannende Musik an. Warum, warum? Da können wir runter. Da sollen wir wahrscheinlich hin. Und hier auch. Können beide ran? Ja, es können. Nein, dann geht der andere runter. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Nee, dann nehme ich erstmal den oberen. Doof. Wieso können denn nicht beide hängen bleiben? Das verstehe ich ja nun nicht. So, was haben wir hier? Ich sag mal so oft so. Hier können wir bestimmt durch. Was ist denn hier? Oh, sieht ja wieder spannend hier aus. Oh. Was? 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 Hallo, hallo. Hallo. Oh, ich komme hier nicht. Geh mal weg da. Ja, ich habe keine Pfeile mehr. Okay. Es ist halt irgendwie leicht hektisch hier in diesem Part mit den Tieren. Aber ich bin nicht gestorben. Darauf kommt es ja an, ne? Oder? Ich glaube, darauf kam es an. Nicht, dass ich es besonders super gut mache. Nicht, dass ein Wolf noch entwischt ist. Aber mit einem komme ich ja noch eher klar. Kannst du noch mehr von diesen Dingern bauen? Die gehen irgendwie ganz schön schnell alle. Ich glaube, davon können wir jetzt gut alles schön gebrauchen. Bau ruhig nach. So, noch ein Wolf. Noch ein Wölfchen. Oh Mann, ey. Klöngel, Klöngel. Und es rauscht hier etwas merkwürdig. Okay, wir sollen da hoch. Ich hoffe, ich komme noch wieder zurück. Ich wette, ich habe 1000 Sachen übersehen. Lass mich raten. Ich bin noch nicht fertig mit den Wölfen, oder? Ich habe das dumpfe Gefühl, ich bin noch nicht fertig mit den Wölfen. Hallo? Ich bin hier jetzt voll konzentriert hier, dass gleich was wieder auf mich zugeprescht kommt. Aber es kommt nichts auf mich zugeprescht. Unbekanntes Gebiet. Schon wieder ein optionales Herausforderungsgrab. Können wir das denn wenigstens machen? Muss hier immer meine Special-Sicht machen, weil ja doch vieles übersehen wird. Oh, ich hab Schiss. Okay, sieht aber relativ sicher hier aus. Da sind Münzen. Sehr schön. Können wir uns da durchzwängen? Können wir diese Dinger, die Vasen kaputt machen? Nein. Da liegt einer. Ist auch schön. Wenn sie schon so seufzt, dann... Da unten muss irgendetwas sein. Ja, hier ist sowieso irgendwie ganz schön viel. Ja, aber jetzt können wir bestimmt ohne unser Atemding wieder nicht hier das machen, ne?
Das wäre voll blöd. Erstaunlich. Doch, können wir. Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. Und das sieht die einfach so. Das weiß sie so schnell. Das ist ein alter Brunnen. Oh, da war was. Da war was. Das meinte ich mit so Sachen in der Erde. Genau, eifriger Lerner. Nee, Moment. Da will ich doch gar nicht lang, da komme ich her. Ah, da ist noch was. Was haben die hier gemacht? Eine goldene Gürtelschnalle. Dekorativ, aber auch robust und funktional. Sie gehört wohl zu einer Militäruniform. Okay, Gürtelschnalle, die Atanatoi. Oder so. Ach ja. Hallo? Hallo? Das ist ein Lager. Und hier haben wir noch andere Sachen. Ich habe meine Frau in der Obhut dieser Ärzte gelassen. Die Krankheit verschlimmerte sich wie befürchtet. Ihre Haut wurde schuppig und sie verlor das Gefühl in den Gliedmaßen. Sie sagen, man könne nichts für sie tun, außer ihre Schmerzen zu lindern und ihr das Dahinscheiden zu erleichtern. Aber sie muss der Stadt fernbleiben, mir fernbleiben. Meine Frau stirbt und in dieser Welt werde ich sie nie wiedersehen. Ich werde in die nächste eilen, zu ihr. Letzter Abschied, Haus der Kranken. Ein Ehemann muss seine Frau in einer Leprakolonie zurücklassen. Das ist traurig. Man sieht hier auch jemanden liegen. Das war er wahrscheinlich. Und da ist auch jemand, der da krank war und gestorben ist. Schon sehr traurig. Wir gehen mal an das Lager. Und haben aber noch keine Fähigkeitspunkte wieder, aber haben ein neues Basislager entdeckt, und zwar die Krankenstation. An dieser Stelle werde ich einen Cut machen. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Ja, es passieren halt natürlich auch nicht nur schöne Dinge hier in diesem Spiel, sondern auch in vergangenen Zeiten, ja, lief ja vieles einfach auch anders, schwieriger. Heilmittel, Antibiotika und medizinische Kenntnisse waren natürlich auf einem anderen Stand. Und dementsprechend ist natürlich auch viel Trauriges passiert. So, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.